Tag. Sehe nur die Straße mit Schotter und Asphalt. Mein Diesel brummt im gleichen Ton. Immer nur die Arbeit, das kenn ich schon. Nervig mal der Chef, wenn es zu langsam geht. Oder deine Frau, wenn mal der Müll rumsteht. Es gibt oft Tage, die sind wie ein Hohn. Da brauchst du mal was anderes, ich weiß es schon. Du brauchst die Country-Musik aus dem Radio, denn die macht dich glücklich und macht dich froh. Du stellst den Sender auf LCR, da spielt die Musik, was brauchst du mehr? Ja, die Country-Musik. Ja, die Country-Musik. Da brauchst du keinen Doktor und keinen Schein. Wenn's dir mal nicht googelt, schalt das Radio ein. Um 20 Uhr, denn das haut rein. Country Radio Revolution heißt die Show. Mit Silvia und Kurt Binger, das macht froh. Ja, ich brauch die Country-Musik aus dem Radio. Denn nur dieser Klang macht mich glücklich und froh. Ich stelle meinen Sender auf LCR. Da spielt die Musik, was brauch ich mehr? Ja, die Country-Musik. Ja, die Country-Musik. Da brauchst du keinen Doktor und keinen Schein. Wenn's dir mal nicht googelt, schalt das Radio ein. Ja, die Country-Musik. Ja, die Country-Musik. Da brauchst du keinen Doktor und keinen Schein. Wenn's dir mal nicht googelt, schalt das Radio ein. Saloon Donauplex. Steaks, Ribs, Burgers and Entertainment. Live-Musik Donnerstag bis Samstag ab 20.30 Uhr und Sonntag ab 12 Uhr. Wien 22, Wagramer Straße 79. See you soon im Saloon. Country Radio Revolution. 2 hours of country music with special guests. Every Wednesday between 8 and 10 p.m. Thank God. Yee-haw! J.D. Hank listens to Country Radio Revolution with Kurt Pinger. Aaron Events und Stadtfenster Wien präsentieren. Voices, One Night of Evergreen, Volume 12. Let's rock the stage together. Ein musikalisches Feuerwerk der besten Songs aller Zeiten. Es freut uns besonders, dass am Samstag, 29. April ab 19.30 Uhr im Schutzhaus Amersbach es wieder einmal zum Showdown zweier Top-Künstler kommt. Frankie Forte. Von Holland über Österreich bis Ibiza war er europaweit in den Charts. Und unterhält seit Jahrzehnten als Rocker mit Bands oder Solo sein Publikum österreichweit. Und
Greg Bernays, der weltweit jahrelang als die Stimme von Hot Chocolate unterwegs war und die größten Hits dieser Band zum Besten gibt. Everyone's a winner, baby, that's the truth. Cause I'm girl crazy. I'm girl crazy. Seid dabei am 29. April im Schutzhaus Amersbach. See you there. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. You make no friends in the pits and you take no prisoners. One minute you're up half a million in soybeans and the next, boom, your kids don't go to college and they've repossessed your Bentley. Are you with me? The revolution starts now. Starts now. We have to pass the bill so that you can find out what is in it. Turn those machines back on! You are about to enter the Peter Schiff Show. Show me the money! Live. Live. Country Radio Revolution. Jeden Mittwoch live von 20 bis 22 Uhr. Music, please. Euer Gastgeber Kurt Binger. Now, here comes the music. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. The back of this limousine, spending my hard-earned money like it grows on trees. You're an uptown girl, mighty easy on the eye, but if you figure I'm excited and you're in for a big surprise. Now listen, little darling, there's some things you need to know about me. I like grits and gravy, tamales, black eyed peas. Waking up the first light, heading for a fishing hole. You might catch me rocking, but I'm country down to my soul. But when I rolled into town playing guitar in a hillbilly band, you like to rock a rhythm, you say it makes you want to dance. Just because I like to turn it up and play a little too loud, laugh before a minute, I don't fit it with a honky-tonk crowd. Now listen, little darling, there's some things you need to know about me. I like grits and gravy, hot tamales, black-eyed beans. Jumping in my truck for a ride, be rocking, but I'm country down to my soul. Howdy, Folks, recht herzlich willkommen. Es ist Mittwoch, Country Radio Revolution live. 2 Stunden, wie jeden Mittwoch, liebe Freunde. Ja, und
Heute haben wir wieder einen Eventmanager hier bei uns, Ahorn Events. Recht herzlich willkommen, Thomas Hettlinger. Servus, schön, dass du da bist. Danke, Günther, für die Einladung. Hat mich riesig gefreut und natürlich einen ganz, ganz dicken, fetten Gruß in die Welt, weil ich habe gehört, du bist ja überall. Ich bin überall unterwegs, ganz Europa. Ich bin aber nicht der Günther ist der LCR-Chef. Ich bin der Kurti. Dann nehmen wir den Kurti. Aber macht ja nichts. Nehmen wir Kurti, Günther, zusammen. Genau. Ne? Jetzt mache ich auch, wenn ich nicht weiß, wie wer heißt, sage ich mal Fritzi Franzi, dann ist der Hans, aber macht ja nichts. Wir haben dich herausgefunden. Genau. So, liebe Freunde, was erwartet euch heute? Wir werden viel sprechen über ein Event am 29. April. Da werden wir euch vieles erzählen. Dann wird es auch nächste Woche eine Verlosung geben. Auch über das werden wir euch erzählen, betreffend die Veranstaltung am 29. Juli. April, wieso komme ich jetzt auf Juli? Und was ganz wichtig ist, liebe Freunde, wir werden heute viel über Kanada erfahren. Ja, das ist richtig. Es ist natürlich ein Teil meines Lebens und Kanada verbindet ja immer mit der Country-Szene, die ja natürlich riesengroß da drüben ist und natürlich die Country-Musik und es gibt so viele Radiosenders, die nur Country spielen, 24 Stunden durch und das Sommer und Winter. Über Kanada, was gibt es zu erzählen? Das zweitgrößte Land der Welt. Wir haben so um die 37 Millionen Einwohner. Ich bin kanadischer Staatsbürger noch immer. Wurde in Österreich geboren, bin aber mit 3 Monaten ausgewandert worden und habe 19 Jahre meines Lebens in Kanada verbracht, hauptsächlich im Gebiet Ontario. Ontario, das ist die Hauptstadt Toronto natürlich, ist aber nicht die Hauptstadt von Kanada, sondern die Hauptstadt von Kanada ist Ottawa. Ich muss da anfangen, wir haben schon im Vorgespräch ein bisschen über Kanada gesprochen und das ist ja ein Wahnsinn, was wir heute noch alles erfahren werden. Ganz wichtig, liebe Freunde, für euch natürlich, wenn ihr auch was wissen wollt über Kanada, über die Country-Musik in Kanada oder was auch immer, schickt uns Fragen bitte per Privatnachricht, ja, und der Thomas wird alles für euch beantworten. Das, was du vorher gerade erwähnt hast, in einem Satz, Country-Musik im Radio gespielt in Kanada, das gibt's ja in Österreich auf Ö3 leider sehr wenig bis gar nicht. Leider nicht mehr. Ne? Es ist ja damals den Schifter, Günther Schifter, war ja, eigentlich derjenige, genau. Der war derjenige, der in Österreich wirklich eine Bewegung so gemacht hat. Ja. Es ist sehr schade, weil ich beobachte öfters als Eventmanager, bin ich unterwegs und sehe auch die Leute beim Line-Dancen, was natürlich mein Herz erblüht. Mhm. Muss aber dazu gestehen, ich habe es zweimal versucht und kläglich gescheitert. Lieber Thomas, da haben wir zwar dann etwas Gemeinsames, weil Line-Dance, ja, es schaut gut aus, nur wenn man es nicht kann, dann ist es natürlich eine Katastrophe. Ich muss ja gestehen, liebe Freunde, ich habe den Thomas bis vor ein paar Wochen nicht so wirklich am Schirm gehabt oder gekannt. Wir waren im Salon, dort haben wir uns zufällig getroffen, bei einem Auftritt von die, weißt du gar nicht, Frankie Forte, Flowwheel, genau, glaube ich, war das. Genau. Und dort ist dann der Günther Haas gekommen und sagt, du, das ist ganz, ganz wichtig, Thomas Hettlinger. Und ich bin froh, dass du heute da bist und wie gesagt, wir werden dich mit Fragen löchern. Wenn es unsere Hörer nicht machen, dann werde ich auf jeden Fall machen. Alles kann ich nicht wissen, weil das ist ein großes, das zweitgrößte Land der Welt. Alle Fragen kann ich nicht beantworten. Ich kann natürlich, ich habe gelernt, Koch, Kellner in Österreich und kann natürlich auch ein paar gute Tipps für die Küche zum Beispiel. Das gehört auch dazu. Das ist mein Thema. So ist es, ja. Also das sind so Sachen oder über die Mentalität des Kanadiers, was er gerne tut, wie er zum Leben steht und was bedeutet Kanada. Kanada bedeutet auch Freundschaft, Zusammengehörigkeit. Du bist aber jetzt da in Österreich und wie schaut's da aus? Bist du jetzt in Österreich, ist das jetzt fix oder zieht's dich wieder zurück nach Kanada? Wie schaut's da aus? Naja, ich habe noch ein paar Jahre bis zur Pension. Ich gehe auf die 59 Jahre zu. Habe einen 3-jährigen Sohn, der wird auch Doppelstaatsbürger. Meine Frau ist Rumänin, das heißt der Connor, George. Connor ist ein kanadischer Vorname. George ist der rumänische Vorname. Der wird Doppelstaatsbürger, Rumäne und Kanadier. Und ich denke mal, früher oder später habe ich natürlich große, große Lust, in meine Heimat wieder zurückzukehren. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, wir spielen jetzt einen Song und ich warte auf eure Fragen. Wenn ihr was wissen wollt, und mir irgendwas vergessen, unbedingt und schicken per Privatnachricht und wir werden euch alles gerne beantworten. So, wir beginnen mit der Zac Brown Band, Natural Disaster. Had lips like candy, hair floated like water, skin like velvet made, whole damn world slow down.
She was a preacher's daughter. Never did what daddy taught her. And a rebel and a soul brought her to me. And the river was wide. She flowed from the mountain straight across the great divide. And her heart ran cold, but her love runs deep. She's fire on the mountain, wrecking everyone she meets. She's like rain when she rolls in, but that sunshine and a thunder makes the loneliest heart wonder if the ride is worth the pain. Might not be still clouds inside. Oh, but don't you worry, friend. She's coming around the bend. She's holding lightning in both hands. It's not time for me to go. River has my heart, she's a keeper of my soul. On one side of the water, sweet everlasting grace. The other side could end your life and steal your breath away. She's like rain, she rolls in, but the sunshine and her thunder makes the loneliest heart wonder if the ride is worth the pain. Might not be storm clouds inside. Oh, but don't you worry, friend. She's coming around the bend, she's holding lightning in both hands. That's all she knows to do. She's tumbleweed a rolling, river running wild, hurricane a blowing. She's calm after the storm under an Appalachian sunset sky. She's like rain she rolls in, but the sunshine and her thunder makes the loneliest heart wonder if the ride is worth the pain. Might not be storm clouds inside. Oh, but don't you worry, friend. She's coming around the bend. She's holding lightning in both hands. She's like rain, she rolls in, but the sunshine and the thunder. She's coming around the bend. She's holding lightning in both hands. Ja, liebe Freunde, ganz, ganz liebe Grüße an alle Zuhörer, die heute da sind. Ganz, ganz liebe Grüße an ACMF. In zwei Wochen, wenn mich nicht alles täuscht, ist ja die ACMF hier bei uns, auch mit Chef. Und wir werden alles über die ACMF erklären. Aber heute nicht, weil heute sind wir bei Ahorn Event, Thomas Hettlinger. Und wie gesagt, Frankie Fortin ist auch schon da und hat sich sehr gefreut, dass wir schon einen Song von ihm gespielt haben. Ja, der Frank ist ja wirklich ein ganz lieber Kerl und vor allem eins, er ist so natürlich, er ist so ehrlich und seine Musik geht wirklich unter die Haut und das gefällt mir. Wir kennen sie schon einige Jahre und aber gut, ich werde was jetzt sagen. Ich fordere dich heraus, nachdem weder du noch ich Line tanzen können, was hältst du davon? Wir machen so ein Duell, nicht ein Duett, sondern ein Duell, weil Duett würde nicht funktionieren. Da gehen wir zu Andrea Fortin, Tiger Feet. Und wir werden die ersten Schritte lernen und dann schauen wir, wer der bessere Line-Dancer von uns ist, der Kanadier oder der Österreicher. Also ich fürchte, da wird die Andrea keine Freude haben mit uns zwar. Aber sie werden lachen, das ist das Wichtigste. Das auf alle Fälle. Ja. Wir werden einen kleinen Line-Dance-Song spielen, da werden, ihr wisst ja, liebe Freunde, Get in Line, das machen wir dann später. Nur vorher werden wir noch ein bisschen plaudern. Lieber Thomas, dich grüßen in Facebook so viele Leute und Freunde. Ich lese da alles gar nicht vor, aber ich freue mich, dass so viele da sind und den Thomas kennen, weil ich habe ihn eigentlich erst vor einer Stunde heute kennengelernt, aber wir werden die nächsten zwei Stunden noch besser kennenlernen. Übrigens, du hast mir gerade vorhin ein großes Vorbild, ein großes Lob, also wie sagt man, eine große Ehre. Du hast mich verwechselt mit Günther Schifter. Mit Günther Schifter, genau, ja. Weil du hast eine ähnliche Stimme wie er, so ein bisschen ein Country steckt dahinter und das ist ja das Gute. Der Werner Country. Genau, also sollte der Günther bei mir rausrutschen, dann bist du wieder in die Schräglage vom Schiefer kommen. Kein Problem. Ist für mich ein Kompliment und ist eine Ehre für mich, mit Schiefer Günther verglichen zu werden. Gut, lieber Thomas, aber wir haben ja gesagt, Kanada. Erzähl mir ein bisschen über Kanada. Erzähl mir ein bisschen, was du so und so erzählen kannst, was wir vielleicht nicht wissen. Ja, da gibt es schon einiges, was der Österreicher nicht weiß, aber ich sage halt immer,
Wenn du jemanden fragst, was sein Traumziel einmal wäre, Urlaub zu verbringen, kommen sehr viele Leute mit Kanada raus. Also das ist Kanada ist irgendwie, jeder glaubt, wir haben da drüben eisige Kälte, muss ich sagen, passiert öfters. Wir haben zum Beispiel im Februar minus 32 Grad in Montreal gehabt. Das war halt nicht unbedingt angenehm, aber es hat auch schon in Österreich wenige Tage gegeben, die solche Temperaturen gehabt haben. Vielleicht ein kleiner Hinweis, welche Länder oder welche Städte bekannt sind. Toronto mit 5,6 Millionen Menschen, Montreal 3,6 Millionen Menschen, Vancouver, olympisches Dorf damals gewesen, 2,4 Millionen, Calgary 1,5, Edmonton 1,1, Ottawa, die Hauptstadt von Kanada, es ist nicht Toronto, weil viele Leute sagen mal, es ist Toronto, das stimmt nicht. Ottawa mit 1,056 und ich komme aus der kleinen Stadt Hamilton, das ist circa 70 Kilometer von Toronto entfernt, ganz, ganz nahe am Niagara Falls, einer der kleinsten Wässer, was wir haben auf der Welt, ja. Und wir haben 597.000 Einwohner. Der Kanadier selbst zu, wie soll man sagen, er ist ein freundlicher Mensch, er ist ein zuvorkommender Mensch, er hat eine andere Art als ein Österreicher. Das ist halt etwas, was bei mir noch im Kopf steckt. Ja. Freundschaft, Zusammengehörigkeit, Zusammenarbeiten, das ist alles seins. Also, kurze Erzählung, ich ziehe von Kitchener-Waterloo, wo 70%, in Kitchener-Waterloo, 70% der Leute sind aus Deutschland und Österreich und dort gibt es sogar ein Oktoberfest. Echt? Ja, ja, ja. Und ich bin nach Ottawa gezogen, wir haben einen größeren Lastwagen ausgeborgt, Freund und ich, und wir haben ein Haus gemietet mit einer dritten Dame, weil Roomsharing ist normal dort, du kannst ja nicht alles leisten alleine. Und plötzlich sind 12 Leute beim Auspacken des Wagens, standen 12 Leute bei uns und haben uns geholfen. Also that's for the Canadian guy, that's normal. You help and you get help. Ja? Und als Dankeschön, die wollten kein Geld, sondern als Dankeschön gibt's dann am nächsten Tag eine riesige Barbecue-Geschichte im Garten mit Bier, mit so weiter, Musik, meistens Country-Music. Also zu 60% die Leute stehen auf Country Music dort. Ich muss dich kurz unterbrechen. Wir haben eben da vorher gesagt, ich tue gerne, nur wenn mir aber schreibt, Hamilton eine Stunde Fahrt vom Buffalo weg. Das ist die Heimat von Chidi Hank. Genau. Servus Chidi Hank, freut mich, dass du da bist. Hi Chidi, das ist genau die Trennung zwischen Amerika und Kanada, ist der Niagara Falls. Buffalo war ich auch schon mal, wie du fährst mit dem Greyhound von Toronto Richtung New York und dann wartest du in Buffalo, bis du den nächsten Bus bekommst. Also auch tolle Sachen. Also wir könnten da Stunden und Stunden und Stunden lang reden über Kanada, dass die Leute wissen über dieses Land. Es ist auch im Sommer bei uns sehr heiß. Es ist nicht so, dass wir im Sommer auch Schnee haben. Aber wir sind auf dieser Kältewelle wie Washington, Detroit, New York und da fällt Toronto auch dazu. Ne? Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, wir werden mit einem Song spielen und zwar für alle Line-Dancer. Liebe Andrea, du kannst dir schon freuen. Ich weiß nicht, wann wir Zeit haben. Wir werden einmal nach Straßhof kommen, der Thomas und ich, und wir werden dort ein. Aber wir werden anfangen mit Electric Slide oder so, Ecke Brücke Hard in der Richtung. Ja, sehr gut. Habe ich schon zweimal gemacht. Echt? Zweimal kläglich gescheitert. Also, du hast Vorteile. Nein, mit dem schon, dem bin ich noch ein bisschen. Aber für euch, liebe Freunde, Get in Light, Sweet Little Liza, Let's Dance. Cherry lips and eyes that make my day. You ever sure why you wink and smile and glance my way? Sweet little eyes, I hid my love inside, no, it just won't do. I guess it shows, and I bet you know I'm in love with you. Sweet little eyes, I told my heart, forget about her. Heart, don't be fooled. Every time it tries, it draws attention, must have been a beat. So there you go, that's what I need. What can I do? Sweet little eyes, a cherry lips and eyes that make my day.
ever sure why you wink and smile, and that's my way. Sweet little lies ahead, my love inside, no, I just want you. I guess it shows, and I bet you know I'm in love with you. Liebe Freunde, recht herzlichen Dank für die vielen Privatnachrichten, die hereinkommen. Ah, ganz interessante von der Christine Fröschl. Lieber Thomas, du wurdest sogar mal bei Line-Dance-Versuchen oder beim Line-Dancen erwischt und gefilmt, habe ich gerade erfahren. Ja, das stimmt. Ich war bei einer Veranstaltung, ich mache ja sehr viele Moderationen bei Großveranstaltungen und bei normalen natürlich und Hochzeiten und so weiter. Und ich weiß, ich habe mich dazu in eine Tanzgruppe, in einer Line-Dance-Gruppe hineingeschwindelt. Ich habe aber mein Versprechen gehalten. Es ist darum gegangen, dass 10 Leute aus dem Publikum wenigstens zum Line-Dancen hingehen und sich das einmal anschauen. Mhm. Und diese 10 haben sich dann gemeldet und ich war mittendrin. Ich kann nur eines sagen, ich war sicher die auffälligste Persönlichkeit dort, weil ich wusste nie, wann links, rechts, vorne und hinten. Und das Traurige bei der Sache ist, wenn ich es endlich kapiert habe, war das Lied schon aus. Ja, das kommt mir bekannt vor. Es ist ja Wahnsinn, wie lange das dauert, vom Hirn oder von den Augen ins Hirn zu den Füßen. Ne? Das dauert ja irrsinnig lang. Ich hatte mehr Angst um die Leute vor und hinter mir. Das war es, also die eine Dame ist um einen Schritt zurückgegangen, das habe ich gesehen aus dem Augenwinkel. Ja. Ich habe mich dann entschuldigt bei ihr, habe sie auf ein Bier eingeladen, aber jeder hat meinen Namen gewusst. Ja, lieber Thomas, du sprichst mir aus der Seele und eins ist fix, wenn wir zu Andrea mal vorne auf einen Line-Dance-Workshop mir zwar, dann gibt es sicher viele, viele Postings und vor allem eine Videokamera oder Handy, das ist alles dabei. Also das kann ich dir jetzt schon versprechen, das wird auf jeden Fall eine ganz eine tolle Sache. Aber ich habe gerade gehört, du hast das trotzdem sehr, sehr gut gemacht, Lerik. Ich habe mich bemüht. Ich hab mich bemüht und trainiert bin ich hineingekommen und bemüht. Und wie gesagt, lieber Kurt, wir haben jetzt öffentlich alles ausgesprochen über diese Geschichte. Das ist die kanadische Herausforderung. Also you're not going to come away with that stuff. Das ist mein großes Problem, weil alles, was wir da sagen und sprechen im Laufe der letzten 7 Jahre, das wird natürlich von unseren Hörern sofort genommen und da kommen wir nicht mehr aus. Also es gibt oft Sachen, wenn du da geschwind was sagst, wir sind live und somit ist es draus. Aber ich muss da sagen, ich bin heute wirklich froh, dass so viele Fragen kommen. Der Simon Campolo aus Deutschland. Lieber Simon, hast du dein Bügeleisen kurz auf Zeiten gelegt und huckst uns zu? Das freut mich sehr. Du, der Simon möchte ganz gern wissen, weil wir heute über Kanada so viel sprechen. Und seine Frage ist, wie der Unterschied ist, vor allem auch im menschlichen Charakter zwischen Kanada und USA. Wenn man sagt, ja, Kanada kann man besser leben als in Amerika. Was kannst du uns da ein bisschen darüber erzählen? Ich habe
aber auch in Amerika gearbeitet, habe natürlich genauso wie überall, in jedem Land gibt es die netten Leute und dann gibt es halt die weniger netten Leute. Der Amerikaner ist natürlich eine eigene Persönlichkeit, sage ich jetzt einmal so, ja. Ich würde mal sagen, nachdem ich beide Länder ein bisschen kenne, also Kanada kenne ich besser, Amerika habe ich fast 2 Jahre gearbeitet, in New York ist natürlich ganz was anderes und in Orlando, in Florida. Der Kanadier ist glaube ich, etwas zugänglicher, er ist freundlicher, er ist hilfsbereiter als der Amerikaner. Aber das ist natürlich am Land, es ist immer anders als in der Stadt. In der Stadt ist alles nur Stress, keiner weiß, was er zu tun hat, tausende von SMS, Mails und was weiß ich. Am Land ist es ein bisschen anders und Kanada hat natürlich genug Land. Ich würde mal sagen, zu leben in Kanada ist sicherlich etwas Schönes, etwas Freies. Wir Menschen wünschen uns immer Freiheit. Und Kanada ist sicherlich dafür geboren. Zusammengehörigkeit, Hilfsbereitschaft ist ganz, ganz wichtig in Kanada. Und die Menschen sind, ja, sie sind Freunde. Es dauert nicht lang. Also ich wohne jetzt seit 34 Jahren in meiner Genossenschaftswohnung und kenne meine Nachbarn fast nicht. Ja, das ist Österreich. Genau. In Kanada stellst eine Flasche Bier oder Wein, wenn jemand neu einzieht, und die erste Party startet schon. Ja, das ist halt der Unterschied. Ne? Ich habe da gerade eine Mitteilung gekriegt, die Kanadier sind herzlicher, freundlicher und äußerst gastfreundlich. Das ist eigentlich genau das, was du jetzt gesagt hast. Genau, ja. Ja. Und wir haben natürlich 13 Bezirke in Kanada, also dass vielleicht der eine oder andere draußen es versteht. Sehr viele Provinzen in Kanada sind nach Indianernamen genannt worden, wie zum Beispiel, was haben wir da, Manitoba ist ein typischer, ich glaube, das waren die Apachen. Dann hast du Saskatchewan, Alberta. Das sind Yukon, das sind lauter Namen von ehemaligen Indianerstämmen. Die leben jetzt in Reservoirs, sind aber nicht so eingekesselt, dass man das vorstellen kann, dass es wie ein Gefangenenlager wirkt oder was, sondern die sind unter den ganz normalen Menschen eingebettet, sage ich jetzt einmal so. Ne? Und man darf nicht eins vergessen, Kanada ist ein Multikulti-Land, da wirklich, wir haben sehr viele Inder, Chinesen, Deutsche, Österreicher und so weiter. Also wir haben von vielen Ländern, die damals in den 60er, 70er Jahren nach Kanada gezogen sind, um ein anderes Leben zu genießen oder ein anderes Leben zu spüren. Und diese sind dann meistens dort geblieben. Einer der großen sogenannten Steirer, der damals nach Toronto ausgewandert ist, Kanada, ist der Frank Stronach, nicht? Der dann Multimillionär wurde. Ja, aber es ist eine interessante Geschichte, wie der das Ganze gemacht hat. Ja. Das ist auf alle Fälle, ja. Ja. Und derjenige, der das vorher gefragt hat, Simon, ja. Ich als Kanadier kann natürlich sagen, Kanada ist besser zum Leben. Es ist natürlich auch nicht so leicht reinzukommen, weil das Visum, das ist ein bisschen anders als in Amerika, ist es sehr streng. Mhm. In Kanada ist es auch streng, aber trotzdem verfügbar. Das heißt, man muss in Kanada, wenn man einreist, Geld mithaben und es wird nicht das Geld auf der Grenze schon verteilt. Das ist der Unterschied. Ja, hochinteressante Sachen und ich krieg schon wieder so viele Privatnachrichten. Ich würde sagen, wir spielen jetzt einen Song und dann werde ich in Thomas einmal alles wieder vorlesen. Danke, dass ihr so brav, fleißig mitarbeitet und wir spielen wieder einen Song für euch und recht herzlichen Dank für eure Fragen. Ihr kennt uns heute löchern, auf jeden Fall noch 1,5 Stunden. Wird uns sehr, sehr freuen, liebe Freunde. Well, Sadie's mama told her, you're nearly 21, it's time to find a man and settle down. She tidied up her auburn hair, put on her best perfume, and headed for the dance downtown. Oh, Sadie's got her new dress on, Lord, Lord, Sadie's got her new dress on. Her mama's done and said, she's old enough to wear. Sadie's got her new dress on.
her coming. Charlie Taylor said, I've never seen a girl with eyes that green. But Sadie Rose just winked at him and pat him on the head, then danced a jive with Willie Dean. Oh, Sadie's got her new dress on, Lord, Lord, Sadie's got her new dress on. Her mama's done and said she's old enough to wear. Sadie's got her new dress on. Well, Bobby said to Willie, I can't believe my eyes. That Sadie Rose, she's looking mighty fine. Then Willie said to Bobby, I was looking at her too. I'll be the one to make her mine. Oh, Sadie's got her new dress on, Lord, Lord. Sadie's got her new dress on. Her mama's done and said she's old enough to wear. Sadie's got her new dress on. Sadie's got her new dress on, Lord, Lord. Sadie's got her new dress on. Her mama's done and said she's old enough to wear. Sadie's got her new dress on. Her mama's done and said she's old enough to wear. Oh, Sadie's got her new dress on. Ja, liebe Freunde, wir sind heute Thema Kanada und viele, viele Fragen, die uns heute erreichen. Recht herzlichen Dank dafür. Was mich noch interessieren würde, gibt es eigentlich Kanada, großes Land und viele, viele Menschen, und gibt es eigentlich Musiker, wo man sagt, die sollten wir eigentlich alle kennen, aber wir wissen gar nicht, dass die von Kanada sind. Gibt's da? Da gibt, ich muss immer lachen, da fällt mir das Duell zwischen Deutschland und Österreich ein. Ja? Also sobald die Christel Stürmer in Deutschland Erfolge gehabt hat, hat der Österreicher, besonders der Ö3, aufgeschrien und gesagt, um Gottes Willen, das ist eine Österreicherin, wie kann sie die verdeutschen? Ja? Es ist bei uns genauso, viele Leute sitzen, hören sich Musik an, und jeder, oder Schauspieler auch, und jeder glaubt sofort, das ist Amerikaner. Also das gibt's nicht. Und ich habe mir Englisch ist Amerika. Genau, ja. Englisch ist Amerika. Also man darf auch nicht vergessen, Kanada besteht aus zwei Landsprachen, Französisch und Englisch. Mhm. Ja, die Franzosen sind halt ein bisschen anders, sagen wir mal so. Deswegen sagen wir auch zu ihnen Wonderful French Fries. Ja. Sie wollten einmal eigenständig in Kanada sein, vor vielen, vielen Jahren. Das ist ihnen nicht geglückt und deswegen gibt es Kanada noch immer mit den Franzosen. Eigentlich coole Typen auch, nur der Franzose möchte nicht Englisch sprechen und der englischsprachende Kanadier möchte nicht Französisch reden. Also so ist halt das Duell der zwei Nationen, die bei uns wohnen. und ich habe mir jetzt eine Liste zusammengeschrieben. Ich denke mal, es wird den einen oder anderen sicherlich wundern, dass der Kanadier ist. Also ich beginne mit Neil Young. Sagt er das was? Ja, den kenne ich. Ja. Also den kennen wir schon. Also Neil Young, Leonard Cohen, leider verstorben 2016. Wir haben die Gruppe Nickelback, kommt aus Alberta. Paul Anka. Ja, Paul Anka. Ja, der kommt aus Ottawa. Ja, ja, ja. Ja. Dann haben wir natürlich einer der größten Stars, der hat über 100 Millionen Platten verkauft. Kannst du dir vorstellen, wer das ist? Geboren in London, Ontario. Dort habe ich auch gelebt. Was glaubst du, wer das ist? Keine Ahnung. Ja? Ja, kennst du sicher den Namen. Bryan Adams. Ja, na klar. Ja? Also, dass der Kanadier ist, hätte ich nicht gewusst. Ja. Also eigentlich alle, was du bis jetzt aufgezählt hast. Diana Krall. Kanadierin, Drake aus Toronto, also der sind auch sehr, sehr große Stars. Avril Lavigne, Französin, die ist zum Beispiel auch Kanadierin. Dann haben wir natürlich Michael Bublé. Ich habe ein Konzert von denen angeschaut in der Stadthalle. Ach, da geht da das Ahornherz auf, das ist unvorstellbar. Also das war wirklich top, was der geleistet hat. Dann dürfen wir nicht vergessen, Nelly Furtado ist Kanadierin, also sie ist aus Victoria, British Columbia. Dann haben wir
Shawn Mendes aus Toronto, der ist ein Jungstar, der derzeit wahnsinnig aufgeht, an Alana Morissette. Alanis Morissette ist Kanadierin und so. Also Meat Love, ja? Kennst du den? Meat Love kenne ich. Von denen habe ich jetzt sogar 3 CDs, glaube ich. Oder 2 auf jeden Fall. Ja. Also wie gesagt, wir haben da, und dann darf man eins nicht vergessen, für mich einer der größten Sängerinnen ist eine Dame. Ah ja, der Céline Dion ist Kanadierin. Mhm. Die hat zum Beispiel den größten Vertrag in Las Vegas unterschrieben für 2 Jahre. Ich weiß nicht, wie viele Millionen von Euros hat die bekommen. Also die ist auch Kanadierin, ja. Und dann dürfen wir nicht vergessen, meine wirkliche Lieblingsdame, ich habe sie auch im Konzert gesehen, Shania Twain. Und das ist, denke ich einmal, Country-Pop pur. Ja. Sie kommt aus Windsor, ist circa 70 Kilometer von Hamilton, wo ich aufgewachsen bin und gelebt habe, kommt sie her. Und dann gehen wir ein bisschen in die Schauspieler. Ryan Reynolds ist Kanadier, Jim Carrey ist Kanadier, Keanu Reeves ist Kanadier, Donald Sutherland. Dann haben wir Leslie Nielsen. Ja, dann der Bonanza, wie hat der geheißen? Kannst du genau. Ich kenne nur ihn Hoss, weil Lauren Green. Zumindest immer Hoss gesagt, wegen der Platte. Ja. Also, Steve Martin ist Kanadier und Michael J. Fox und wir könnten Dan Aykroyd. Also da gibt es viele Kanadier und das macht uns natürlich stolz und ich habe jetzt ein bisschen Aufklärungstätigkeit gemacht. Ich würde mich natürlich jetzt über viele Mails freuen, wo drinnen steht, das habe ich nicht gewusst, dass der und der war. Also das ist wirklich top. Und wir sind sehr stolz auf unsere Künstler. Ja. Shania Twains Konzert war grenzgenial für mich. Wiener Stadthalle war das damals. Mit der Tammy Harrison war ich dort gemeinsam, weil ich habe damals das Management von ihr gemacht in Wien, also in Österreich. Und was mich so fasziniert hat, und da kommt auch wieder diese freundliche kanadische Art und Weise raus, die Shania Twain hat die ganze Zeit Autogramme gegeben auf der Bühne, ist vorbeigegangen, durch die Leute durchgegangen und hat über Autogramme gegeben. Und der Michael Bublé, den habe ich gesehen vor circa 2 Jahren in der Stadthalle, der hat Handys gemacht und die Leute wollten von ihm Fotos machen und der hat ihm das Fotoapparat weggenommen, hat ein Selfie mit denen gemacht. Das zeigt auch Kanada aus. Ja, das ist menschlich. Und wenn ich mir jetzt was wünschen würde, lieber Herr Kurt, Shania Twain, hätten wir da was drauf? Ganz zufällig habe ich was da, liebe Freunde, und ihr kennt den Song auch alle. Get in line, let's dance. So, alle können jetzt aufstehen von der Couch, vom Sessel, so zusammen aus. In die Line Dance Position und ab geht's. Any man of mine. You better be on time. Any man of mine will say it fits just right. When life feels this is just a little too tight. And anything I do will say that'll be okay. When I have a bad hair day. And if I change my mind a million times, I wanna hear him say, looking better than me. And when I cook them dinner and I burn it like, you better say, I like it like that, yeah. And if I change my mind a million times, I wanna hear him say, yeah. I need a man who knows.
any man of mine. Ja, liebe Freunde, Shania Twain und ganz, ganz liebe Grüße und herzlich willkommen, Paolo Gomez. Servus, schön, dass du heute wieder da bist. Okay, lieber Paul. Paolo? Paolo. Paolo, du hast recht, die Nelly Furtado ist auch Portugiesin, aber heute reden wir über Kanada, aber sie ist portugiesische Kanadierin oder umgekehrt kanadische Portugieserin. Ich bin ein reinrassiger Kanadier, habe keine österreichische Staatsbürgerschaft und sie ist eine tolle Sängerin. Ich muss anfangen für unsere Zuhörer vielleicht, die klassisches Line Dance machen und die Katalaner vor allem. Dean Brody, ich hoffe, ich habe das ausgesprochen. Dean Brody, ja. Genau. Der ist auch Kanadier und von dem ist zum Beispiel das Lied für Bring Down the House oder für den Klassiker Tanz Open Heart Cowboy gibt es von ihm den Song Little Yellow Blanket. Ah, okay. Also auch ganz, ganz eine interessante Sache. Ja, wie gesagt, wir langsam aber sicher nähen wir uns richtig kanadisch, gell? Ja, das stimmt. Ja. Das ist gut und ich kann mich jetzt nur bedanken. Der Kurt hat schon gesagt, so viele Leute schreiben und das ist auch wichtig, weil nur den Daumen hoch im Facebook nervt. Und ich kann mich jetzt nur schon im Vorfeld bedanken für die ganzen Nachrichten, die wir bekommen. Presst uns aus. Der Kurt soll auch nicht billig davon kommen. Jawohl. Ich werde meines dazu beitragen. Und ich kann euch noch eines sagen, wir haben dann noch so viele Sachen über Kanada zum Reden. Aber das Wichtigste ist immer Musik. Musik ist der Einzige, der keine Kriegstreiberei macht. Wenn Musik zusammenkommt, dann ist Herzlichkeit, dann ist Freundschaft, Umarmung und teilweise auch Tränen. Aber ich würde mir wünschen, wenn die ganze Welt aufhört mit diesem Krieg, das würde ich mir sehr, sehr gerne wünschen. Und wir alle nur miteinander auf den Straßen tanzen und frei sind. Das wäre es. Kurt, was sagst du dazu? Da hast du vollkommen recht und danke auch für deine lieben Worte. Und ich muss auch sagen, mich freut es wirklich so, dass du heute so viel schreibst. Ich habe jetzt gerade eine Nachricht bekommen, bevor wir weiter tun. Und zwar Canadian Stomp haben wir ja gerade gespielt. Ja, also das war der Tanz zu dem Lied. Ja. Und da wird gerade gemeint, das war der Tanz, den wir zwar natürlich bei der Andrea lernen sollten, müssten, werden. Liebe Andrea, Freddy, wir kommen. Und das wird geile Sache. Wir werden das vorher posten. Vielleicht kommen dann nur ein paar Anfänger oder so. Tickets gibt's dann. Ja, genau, ja. An der Kasse. Nein, ist vielleicht auch interessant, weil wir jetzt gerade über Tanzen geredet haben. Kanada hat den größten Event in Line Dancing und Country Western ist in Kanada und der drittgrößte Event ist in Kanada. Und ich habe mich da ein bisschen hineingelesen. Ich habe natürlich nicht alles an Antwort. Also der größte Country Fest, das ist der Country Thunder in Craven, Kanada, das ist Calgary. Dort sind Hunderttausende von Leuten. 5 bis 6 Tage wird dort wirklich nur Country Music gespielt, gefeiert, getanzt. Also da muss man sich das vorstellen, wenn wir können. Wie ich sage jetzt einmal, auf Österreichisch wie die Donauinsel. Ja, so circa muss man sich vorstellen. Wahnsinn, wie es dazugeht. Und natürlich Country-Musik bis zum Abwinken. Mhm. Auch so Campingplätze sind aufgestellt. Die Leute, wenn einer Fleisch kauft, kann der Nachbar mit essen. Die kennen sich gar nicht. Ja, aber, oder Bier, das wird geteilt da drüben. Da geht's nicht. Ich habe 5 Bier heute gehabt und du hast mir 3 weggetrunken. Sondern da wird einfach zusammengehalten und da wird Party gefeiert bis Badeschluss. Ja. Und dann gibt es das drittgrößte Countryfest, weißt du, wo das ist? Nein. Ja? Das ist auf einem Beach, auf einem Strand, Cavendish. Ja? Das ist ein Beach Music Festival und da geht es auch richtig zur Sache und das Ganze ist natürlich auf einem Strand. Welcher Strand das ist, kann ich leider nicht sagen, weil wir haben sehr viele Strände in Kanada. Lieber Thomas, ich habe noch 2 Nachrichten wieder bekommen, 2 Privatnachrichten und zwar vom Chidi Hank.
Rush und Max Webster, die sind aus Toronto. Toronto, ja. Da kommen die meisten Hauptleute, Musi aus der Musik, die meisten kommen aus Toronto. Ottawa, also Ontario ist ein großer Bezirk, wo auch Ottawa drinnen liegt. Toronto, die Hauptstadt, wie ich so vorher erwähnt habe, über 6 Millionen Menschen wohnen in Toronto. Und man darf nicht vergessen, um die Ecke ist gleich die Niagara Falls. Mhm. Und da ist diese Spaltung zwischen Kanada und Amerika. Das heißt, Buffalo ist die große Stadt. Und da ist natürlich Eishockey, aber über das reden wir dann nachher, weil da über Sportarten in Kanada kann ich euch auch noch einiges erzählen. Wir haben noch viel, viel Programm vor und uns rennt heute ein bisschen die Zeit davon, aber wir können ja eine Fortsetzung machen einmal. Aber ganz, ganz liebe Grüße nach Frankreich, Louis Edward Foster. Der hat mir gerade geschrieben, noch einen Kanadier gibt's und zwar den Hank Snow. Ja, Hank Snow, genau, ja, ja. Entschuldigen. Viva la France, sage ich jetzt nur eins, nice greetings from Canada, or I'm sitting in Vienna and having a great time with Mr. Kurt. Entschuldigung, lieber Thomas, wenn du ernst sprichst und ich lache, dann nicht böse sein, nur die Andrea ist schon da, das heißt, die Frau Fortin hört uns auch zu und sie freut sich natürlich schon irrsinnig auf uns zwei und wird uns da sicher den Canadian Stomp in Perfektion mit vielen Freunden lernen. Liebe Andrea, wir freuen uns auch auf dich und den Tanz. Schauen wir mal. So, du, lieber Thomas, du hast mal, ich habe ja viele, viele Musiker hier bei uns auch auf dem Stream liegen, die ich nicht spiele, weil wir ja Country, Radio Revolution, wir spielen ja sehr viel Country-Musik. Aber zum Beispiel habe ich nicht gewusst, dass Meat Loaf ein Kanadier ist. Meat Loaf, ja, genau. Kanadier. Ja, ja. Und immer gedacht, heute nutze ich die Chance, ja. Wenn ich die da habe, einen echten Kanadier, wenn ich schon weiß, dass da so viele gibt, die ich nicht wusste, dass aus Kanada sind. Erlaube mir jetzt da einen Song von Meat Loaf zu spielen. Ich habe, wie gesagt, CDs von ihm und. Ja. Nein, der traumhafte Sänger, also der ist wirklich gut drauf. Und Meat Loaf, weißt du, was das heißt? Nein. Das ist ein Fleischlaberl, aber nicht ein Laberl, sondern ein, wie sagt man dazu, das Größere. Das faschierter Braten. Faschierter Braten eigentlich. So Meat Loaf, weil er ziemlich gewichtig war. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland heißt, weil die sagen ja zu den Fleischlaberl auch anders, nicht? Ja, Frikadellen. Genau, und der faschierter Braten ist ein Frikadellenbraten. Ja. So. Keine Ahnung. Liebe Freunde, ganz speziell am heutigen Abend für euch. Viel Spaß. Meat Loaf. As long as the flame is a turning, as long as the stars are
myself if we don't go all the way tonight. And I would do anything for love, but I won't do that. No, I won't. For silence, and some days I pray for soul. Some days I just pray to the God of sex and drums and rock and roll. And maybe I'm lonely, that's all I'm qualified to be. That's just one and only, one and only promise I can keep. As long as the wheels are turning, as long as the So, liebe Freunde, wir sind wieder live on stage und recht, live on air. Entschuldigung, jetzt hätte ich wieder falsch gesagt. Die Macht der Gewohnheit. Carol McDonald wird mich niederhauen. Das hat sich gereimt, wenn es das gehört hat. Live on air natürlich. Aber, liebe Melita, servus, schön, dass du da bist. Die Melita hat ein bisschen später eingeschaltet, aber die wollte noch wissen, erstens einmal,
wieso du so gut Deutsch sprichst und vor allem, wieso du Thomas hast. Ja. Das würde die Medita gerne wissen. Thomas Hettling ist nicht unbedingt ein kanadischer Name, ja. Das weiß ich, aber ich habe den Mac Hettlinger weggenommen dann. Ne? es ist so, dass mein Vater Australier war, meine Großmutter Österreicherin ist, leider verstorben ist, war Österreicherin, meine Mutter war aus dem ehemaligen Jugoslawien und die haben sich, mein Vater und meine Mutter haben sich in Kanada kennengelernt. Und ja, sie war schwanger mit mir, wie ich in Kanada war, und dann bin ich nach Österreich gekommen, war circa dreieinhalb Monate in Österreich, und dann bin ich wieder nach Kanada gezogen, nach Hamilton. Also ich wurde gezogen, sagen wir mal so. Und ja, ich hatte zwei Sprachen vom Anfang an gelernt, die englische Sprache und die kroatische Sprache. Und ja, mit dem bin ich heute aufgewachsen. Und es war niemals vorhersehbar, dass ich nach Österreich ziehen würde. Und so kam ich fast mit über 10 Jahren nach Österreich und sprach kein Wort Deutsch. Und das war natürlich eine Herausforderung, weil damals war Englisch nicht unbedingt groß. Man hat in der Schule gelernt, aber es war nicht unbedingt großartig. Das heißt, ich saß in der Klasse bei 24 Leuten in der Albertus-Magnus-Schule, war damals eine Privatschule, und musste mich durchkämpfen durchs Leben. Und wenn man in der Situation nochmal ist, dann lernt man sehr, sehr schnell Deutsch. Und man hat, ich bin dreisprachig dann aufgewachsen, Deutsch ist meine letzte Sprache gewesen. Und es ist halt immer lustig, wenn man durch die Gegend zieht, ins Ausland fährt. Wenn ich nach Kroatien fahre, kann ich Kroatisch, was keiner glaubt. Wenn ich in Österreich bin, glaubt keiner, dass ich Kanadier bin. Und wenn ich in Kanada bin, glaubt man auch keiner, dass ich in Österreich wohne. Also ich bin ein Zigeunerbaron. Ja? Also das ist mein Leben. Und mein Sohn, der Connor George, ist 3 Jahre, der wird auch kanadischer Staatsbürger durch meine Staatsbürgerschaft. Das heißt, er ist Rumäne derzeit und wird Kanadier, und er wächst dreisprachig auf, Rumänisch, Deutsch und Englisch. Ja, also international, ganz, ganz eine tolle Sache. So, liebe Freunde, ich muss jetzt ein bisschen hudeln, uns vergeht die Zeit heute wie im Fluge. Recht herzlichen Dank für die vielen, vielen Beiträge, und wenn ihr was ganz Wichtiges uns mitteilen wollt, dann unbedingt per Privatnachricht, denn in Öffi komme ich heute einfach nicht mehr nach mit dem Lesen. So, liebe Freunde, es ist 21 Uhr und ihr wisst, was da immer ist um diese Zeit. Bleistift, Kugelschreiber, Zettel zur Hand nehmen. Was ist wann, wo los? Einige Termine, die ich zugesandt bekommen habe fürs kommende Wochenende. Viel Spaß. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Good evening. Stand by. Wann ist wo was los? Country- und Ländernveranstaltungen. Wie, was, wann, wo? Countdown in 3, 2, 1. Ja, meine lieben Freunde, und wir kommen wieder zu den Terminen. Was ist wann wo los? Ja, und es geht schon los am kommenden Freitag, dem 7. April. Let's Dance von A bis Z. Ja, ich darf wieder euer DJ sein. Das Ganze ab 18 Uhr im Schutzhaus Neugebäude im 11. Wiener Gemeindebezirk. Und nehmt eure USB-Sticks mit, damit wir alle Lieder, die euch wünscht, gerne spielen können. Am Freitag Let's Dance von A bis Z am 18 Uhr im Schutzhaus Neugebäude. Wir kommen zum Samstag, dem 8. April, liebe Freunde. Live on Stage für euch im Gasthaus Coachy Karl Miesenbecker. Ja, da gibt's für euch Songs von Merle Haggard, Willie Nelson und viel mehr, und alles für die Line-Dancer. Das Gasthaus Coachy ist im 23. Wiener Gemeindebezirk Drasche Straße 81. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass 17 Uhr. Live on Stage Karl Miesenbecker. Ja, und wir bleiben noch beim 8. April, liebe Freunde. Da gibt's wieder eine Veranstaltung der Country and Western Freunde Haus Ruckwald, das Ganze im Ghost City Salon. Ja, live on stage für euch, Singer, Songwriter und Entertainer Daniel Decote Smith Band. Beginn ist um 19.30 Uhr, liebe Freunde. Ja,
Ghost City Saloon Niederhag 246 Haag am Hausruck ab 19.30 Uhr live on stage die Daniel The Codes Band. Ja, und eine Veranstaltung wurde mir noch gesendet, liebe Freunde, und zwar am Dienstag, dem 11. April. Da gibt es live für euch John Briscoe im Western Steakhouse, Mount Lake City Saloon White Horse, das ist in Aschau in Zillertal in Tirol. Beginn ist um 19.30 Uhr. Am Dienstag, liebe Freunde, in Tirol für euch live on stage John Briscoe. Howdy, folks! Here's J.D. Hank from the Tejano Hombres. Ich lade euch herzlich ein zum großen Country-Fest am 6. Mai 2023 ab 17 Uhr im Musikpavillon in Mutterstirol. Es sind wieder tolle Gäste und tolle Show-Acts, zum Beispiel Sebastian Kostenzer, John Briscoe, Frankie 14 aus Wien, The Cider Quarter Rebels aus Niederösterreich, J.D. Hank and the Tejano Hombres. Ab 17 Uhr Line Dance Workshop mit Annette Zangl. Das Ganze wird moderiert von Kurt Pinger von Country Radio Revolution. Und mit dabei Fashion by Katharina für den richtigen Western Look. Fürs leibliche Wohl ist natürlich wie immer gesorgt. Der Eintritt ist frei, es geht auf Spenden und zwar helfen wir auch dieses Mal Menschen in Not. Also, ich zähle auf euch and see you all there in Mutterstirol. Adios, amigos. Howdy, folks. Here's J.D. Hank and John Briscoe. Am 26. April sind wir zwar bei Country Radio Revolution. Wir werden uns mit dem Kurt unterhalten wegen unserer Benefizveranstaltung in Mutterstirol. Ja, Freunde, seid dabei am 26. April bei Country Radio Revolution mit Kurt Binger, ein Gast. Wir freuen uns auf euch. You're just a Coca-Cola cowboy. Richtig cool. Kurt Binger. You got an Eastwood smile and Robert Redford hair. But you walked across my heart like... Ja, und heute gibt's auch wieder was Neues für euch. Ich habe wieder Songs bekommen, liebe Freunde. Recht herzlichen Dank dafür, lieber Marcel. Ja, liebe Freunde, wie immer um diese Zeit, wenn ich neue Songs bekomme, dann stelle ich dir gerne hier vor nach den Terminen. Ich habe bekommen von Marcel Lewis seinen Song Show Me The Way. A place for the people. It doesn't matter if you're black or white. Only love and understanding and a beautiful girl by your side. And no more war and no more fightings. Only peace and harmony. And we all can sing together to make it this world a better place. So everyone will say that this is a love road. Take my hand and walk this way. We need to work together for freedom on this world. So let's share all the loving for a better place on earth. In heaven the angels are singing when they look down on earth. They see the people smiling on the road of love today. Walking hand in hand, everybody around the world. So we all can live in freedom with no one set up.
feeling lonely, you should be on your way. At the end, there's someone waiting for you. Yes, you will see. The thunder clouds will vanish, 'cause the sun is breaking through. We are on this road together. Well, it's forever, me and you. Show me the way, so everyone will say that this is a love road. Take my hand and walk this way. We need to work together for freedom on this world. So let's share all our loving for a better place on earth. Oh yeah. Show me the way, so everyone will say that this is a love road. Take my hand and walk this way. We need to work together for freedom on this world. So let's share all our loving for a better place on earth. Oh yeah. Aaron Events und Stadtfenster Wien präsentieren Voices, One Night of Evergreen, Volume 12. Let's rock the stage together. Ein musikalisches Feuerwerk der besten Songs aller Zeiten. Es freut uns besonders, dass am Samstag, 29. April ab 19.30 Uhr im Schutzhaus Amersbach es wieder einmal zum Showdown zweier Top-Künstler kommt. Frankie Forte, von Holland über Österreich bis Ibiza, war er europaweit in den Charts. Und unterhält seit Jahrzehnten als Rocker mit Bands oder Solo sein Publikum österreichweit. Und Greg Bernays, der weltweit jahrelang als die Stimme von Hot Chocolate unterwegs war und die größten Hits dieser Band zum Besten gibt. Seid dabei am 29. April im Schutzhaus Amersbach. See you there! Ja, liebe Freunde, heute bei uns zu Gast Thomas Hettlinger, Ahorn Events, liebe Freunde. Und lieber Thomas, was hast du eigentlich gelernt? Ich habe einen Beruf gewählt, damit ich in die Welt reisen kann, um arbeiten zu können. Ich habe Kochkellner gelernt in Wien. Ja. Vorher haben wir eine Nachricht gekriegt, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das ist. Kurzes, was der Thema wechseln, wir haben vorher gesprochen über die Fleischlaber und so. Und da habe ich gekriegt vom Joachim Sonnendorfer. Servus Joachim, der faschierte Braten, weil über den haben wir eigentlich gesprochen, der heißt in Teilen Deutschland falscher Hase. Ja, wir in Kanada haben keine falschen Hasen, sondern wir haben lebende Hasen. Aber es stimmt, ja, man kann es, in jedem Land sagt man meistens so etwas, was anderes. Die Sarma ist zum Beispiel ein bekanntes serbisches, kroatisches, rumänisches Gericht. Krautwickel heißt es dann wieder in Deutschland. Ja. Bei uns heißt es Krautroulade oder bei euch heißt es eigentlich Krautroulade. Also man kann es nehmen, wie es will, aber du hast recht, der falsche Hase, den gibt es wirklich. Gut, recht herzlichen Dank für die Informationen. Super lieb von dir. Ja, und da wird schon wieder gepostet, ein Event. Mich würde nur interessieren, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Ja, ich bin eigentlich 2008 aus meiner Berufssparte ausgestiegen, nachdem ich in der Schweiz, Malediven, Kanada und Amerika gearbeitet habe, bin ich nach Österreich wieder zurückgekommen, habe in den hauptsächlich Top-Restaurants gearbeitet und zum Schluss beim Raiffeisen-Konzern. Und 2008 habe ich eigentlich, ich habe immer Musik geliebt. Es war schon als Kind, habe ich Lalala gemacht, das hat sehr gut sich angehört.
Ich habe versucht zu tanzen und so weiter. Ich war ein sehr aktives Kind, hat meine Mutter gesagt. Und 2008 habe ich dann gesagt, okay, ich möchte was anderes machen im Berufsleben und habe mich dann eigentlich in das Musikevent- und Sportmanagement-Bereich hineinbewegt. Habe damals den Boxer Edi Bsekovic gehabt unter Vertrag, der leider dann ermordet worden ist. Dann habe ich den Dave D, Dosey, Picky, Mick und Titch. Ich meine, die haben millionenfach verkaufte Tonträger, waren damals Beatles, Rolling Stones und Dave D mit seiner Band, waren in Europa sehr, sehr bekannt. Die Beatles natürlich und die Rolling Stones weltweit dann, ja. Und ja, und dann habe ich einfach gesagt, ich möchte etwas anderes machen und habe dann mich auch ein bisschen auf die Musikbranche konzentriert. Habe damals die Tammy Harrison kennengelernt. Das ist auch eine österreichische Sängerin, die auch sehr viel Country, die zum Beispiel liebt, die Shania Twains. Mit ihr war ich auch, mit der Tammy war ich auch beim Shania Twains Konzert. Und so ist meine Liebe zur Musik eigentlich entstanden und die Kontakte. Ich bin ja kein kontaktscheuer Mensch. Habe viele Leute kennengelernt und für mich war immer wichtig, dass die Leute zu mir ehrlich sind. Wenn sie es nicht waren, dann sind sie schnell wieder beim Fenster draußen gewesen. Es ist einmal so im Leben. Ich kann meine Zeit nicht opfern für Leute, die unkorrekt sind. Ja, und dann haben wir halt den einen oder anderen Prominenten kennengelernt und mit ihm zusammengearbeitet. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Und was mich vielleicht prägt, ich schaue nicht auf die Bühne, ob der Künstler gut ist, das weiß ich, dass er gut ist. Ja. Ich schaue auf die Zuschauer. Die Augen der Zuschauer sagen dir, ob sie sich wohlfühlen oder nicht. Mhm. Und das ist das Schönste. Und vielleicht zum Frankie 14 gibt es eine lustige Episode. Also Frankie, if you listen to me, I love you. I really love you. You and your beautiful Andrea. Frankie 14 lernte ich in Himberg kennen. In einem Lokal. Und der hat mir so gut gefallen. Und ich habe gesagt, du Frankie, ich mache eine Benefiz für meinen verstorbenen Freund. Wir wollen Geld zusammenbekommen für wohltätige Zwecke. Und nachdem ich den Frankie gesagt habe, wer alle dort ist, sagt der liebe Frankie zu mir, was mache ich eigentlich dort? Da habe ich gesagt, du wirst singen. Es war der Hans Krankl mit Monty Python da, es war der Gary Howard von die Flying Pickets da, es war der Dave D da. Und nach der Bühne-Show geht der Frankie runter und sagt zu mir, hast du es gesehen? Ich habe mit Hans Krankl gemeinsam ein Lied gesungen. Das ist ein Wahnsinn. Hat mir riesig gefallen. Ja. Und so bin ich zur Musikbranche gekommen und immer wieder lernt man Leute und dieses Voices, One of the Evergreen, wir haben ja alle Hip-Hop und was weiß ich, was da alle für Musikrichtungen gibt. Und das Evergreen ist doch eine Musik, das bedeutet Lebzeiten, wie zum Beispiel Queen, Beatles, Rolling Stones und so weiter. Und so habe ich das jetzt geboren. Es ist jetzt die 12. Show. Mhm. Sind viele Prominente dort gewesen. Und heuer, also freut mich besonders, dass erstens mal der Frankie wieder gesund ist. Das hat mich sehr, sehr belastet. Aber er hat es Gott sei Dank geschafft, weil ich glaube, dass Frankie sicherlich einer der besten Sänger von Österreich ist. Und zweitens, der Greg Bennis von Hot Chocolate. Ich nenne das wienerische Wort für ihn, er ist eine Rampensau. Ich muss ihm Verbot geben, dass er nicht auf die Bänke drauf springt, weil sonst, und das Ganze mit 75 Jahren, der ist wirklich ein Energiebündel. Und die zwei passen wirklich zusammen. Ja, Frankie 14 haben wir ja vorher schon gehört, aber ganz, ganz wichtig, liebe Freunde, mir hat irgendwer gerade in Flyer gepostet. Also, wir haben da am 29.04.2023 im Schutzhaus Ameisbach, liebe Freunde. Falls wer nicht weiß, wo das ist, im 14. Wiener Gemeindebezirk Breiler, Gasse 1 bis 3. Ja, da die besten Hits aller Zeiten, Greg Bennis spricht man. Bennis, ja. Genau, das ist immer bei mir das Problem in Aussprechen. Ja. Und Frankie 14, das Frankie geht perfekt 14. Natürlich schon. Lieber Frankie, ja, recht herzlichen Dank für den Jingle über diese Veranstaltung, ja, danke, den du Frankie. Vorher geschickt hast. Also du bist wirklich ein Wahnsinn und ich habe mich riesig darüber gefreut. Ich war knapp beim Weinen. Frankie, tu das nie wieder, bitte. Ja. So ist auch unser Frankie 14. Übrigens nur am Rande, falls wer zuhört, nächste Woche, heute in einer Woche haben wir ja hier den Veranstalter, den Stefan Stockinger von Münzbach. Wer ist in Münzbach auch dabei? Frankie 14. Wer ist bei Country Radio Revolution dabei? Heute in einer Woche natürlich auch
Frankie Fortin, live on air. Das sehr ist gut, richtig so. Gut. So, lieber Thomas, ganz, ganz wichtig noch, 29.04. Tickets, wie kommt man zu Tickets, wie schaut es da aus? Ja. Man kann mich über Facebook anschreiben, über Messenger, unter Thomas mit TH, Hettlinger mit einem T, und schreibt mir einfach, welche Karte man hat. Es gibt dann zwei Möglichkeiten, wie hinterlegen Sie bei der Kasse oder die sicherste Art und Weise, einfach, ich schicke euch die Kontonummer und schicke euch die Karten zu, dann habt ihr es ganz sicher. Nur zum Greg Benes nur klarzustellen, warum tritt so ein Weltstar in so einer kleinen Hütte, sagt man wie, gell? Hütte, ja. Kleine Hütten auf. Er liebt das Publikum, er liebt diese Berührungen mit den Leuten, er liebt diese Leute in Bewegung zu halten. Und man darf nicht eins vergessen, das größte Konzert von Greg Benes war Brandenburger Tor, 120.000 begeisterte Deutsche, und sie haben gesungen Sexy Thing. Das Lied hat er eigentlich für uns geschrieben, lieber Kurt. Ja. Du bist a sexy thing, I'm a sexy thing. Very sexy. Very. Der hat, glaube ich, Geburtstag gehabt am Wochenende. Gibt's das? Wer? Der Greg Benes. Das kann schon sein. 74. Ja. Kriege da gerade eine Information. Ja. Liebe Freunde, ich muss ja anfangen. Wir haben ja auch gehört vorher, wir haben heute in einer Woche auch eine Verlosung. Und zwar hat uns der Thomas Hettlinger zur Verfügung gestellt, was ganz, ganz Tolles. Und zwar zwei VIP-Karten. Mhm. Zweimal eine VIP-Karte, genau. Die man nächste Woche, der Frankie Fortin wird es ziehen, live hier in der Sendung. Aber erzähl mal ein bisschen, VIP-Karten, was ist der Unterschied zu normalen? Erzähl ein bisschen drüber. VIP-Karte sitzt man ganz vorne und man hat natürlich Meet and Greet dabei. Das heißt, man lernt den Greg Benes, den Frankie Fortin kennt eigentlich fast jeder. Aber es ist schön, dass man die zwei zusammenzieht. Man kann mit ihnen sprechen über Musik, man kann über Erfolge reden, man kann Fotos mit ihnen machen. Es gibt eine Kleinigkeit Backstage, ihr seid natürlich Backstage, gibt ein Glas an Sekt und ein paar Brötchen und so weiter. Und während den Pausen, ihr könnt vorher schon kommen, zum Soundcheck. Das zum Beispiel erleben viele Leute nicht, wie ein Soundcheck funktioniert. Kommt einfach früher vorbei. Circa Soundcheck ist so um 17 Uhr, 17.15 Uhr. Wir werden aber in Kontakt bleiben, wenn ich weiß, wer das war. Und dann seid ihr mal beim Soundcheck, wie das Ganze abgeht. Weil das weißt du, wie Soundcheck funktioniert? Du weißt es, aber die Zuschauer wissen es nicht. Ist hochinteressant, muss ich dazu sagen. Ja. Ist auf jeden Fall mein Erlebnis. Ja. Am meisten fasziniert mich beim Soundcheck, muss ich jetzt sagen, das mit Schlagzeug. Das wird immer besser, immer lauter, immer schöner. Geil, ist aber eine geile Sache. Lieber Thomas, recht herzlichen Dank dafür. Ganz kurz, ganz eine tolle Sache. Erst nicht nur wird er die Hot Chocolate Hits spielen, sondern er wird natürlich ein bisschen was von Bob Marley machen. Mhm. Ist er doch einer der größten Musiker aller Zeiten, wenn es leider nicht mehr unter uns. Dann wird er natürlich ein paar Sachen, ich bin beim Diskutieren, dass er so ein bisschen solche Schmankerln rauslässt, dass ich sage, wow, das hat keiner geglaubt, dass er das singen kann. Ja? Ja. Unter anderem, ich sage einen kleinen Tipp für die Zuhörer, Rolling Stones zum Beispiel. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ein dunkelhäutiger Sänger von Hot Chocolate singt Rolling Stones. Wird sicherlich eine tolle Sache, und der Frankie Fortin wird sicherlich auch in der Musikkiste herumgraben, dass er die besten Hits aller Zeiten wieder rausbringt. Ja, vielleicht gibt es ja auch Toulette, oder? CCR, das war der Joe. Ja, und übrigens, ich krieg da gerade vom Chili Hank eng umschlungen mit dem Greg Benes und Chili Hank. Ja. Die haben sich ja früheres Wochenende irgendwo getroffen. Ja, in Österreich war der. Ja, genau, und haben da miteinander Party gemacht und gefeiert. Ja. Lieber Chili Hank, recht herzlichen Dank dafür. Ja, auf jeden Fall eine ganz, ganz eine tolle Sache wird es werden. Ja, danke, ja, es wird, denke ich, auch sicherlich. Es ist zwar nicht unbedingt alles in die Country-Richtung, aber ich gehe auch gerne auf Country-Festivals, wenn ich Zeit habe. Meine Zeit ist halt sehr begrenzt durch Sohnemann und durch meinen Job. Aber ich höre mir gerne verschiedene Musikrichtungen an, bis auf Punk und diese ganz harten, hartgesottenen Sachen. Das ist für mein Alter nicht sehr gut geeignet. Ne? Aber ich kommt vorbei, schaut euch das an. Und ganz wichtig, die Tanzschuhe mitnehmen, weil mich viele Leute auch immer wieder fragen, kann man dort tanzen? Bitte rockt die Bühne, dass bis zum 22. Bezirk, bis der Kurt zu Hause ist, dort alles zum Hören ist. Das wäre ganz, ganz eine geile Sache. Und falls irgendwer noch nicht weiß, wer Hot Chocolate ist, wird es ja vielleicht ein paar geben. Und zwar, liebe Freunde, Hot Chocolate und Frankie Fortin
Ganz eine tolle Sache. Am 29. April im Ja, liebe Freunde, und jetzt wisst ihr sicher alle, wer Greg Bennis ist. Und der steht auf der Bühne mit Frankie 14, liebe Freunde, am 29. April. Tickets bestellen und heute nach einer Woche verlosen wir zwei VIP-Tickets für euch. Was mich noch interessieren würde, Thomas, weil viele Veranstaltungen, die du ja schon gehabt hast, wem gibt's da so? Kannst du kurz ein bisschen erzählen, so Highlights? Wer war schon alle bei dir? Ja, sicherlich DFD. Ja, damals habe ich eine Veranstaltung gemacht, draußen außerhalb von Wien. Ich habe auch zum Beispiel einen gewissen Peter Kent bei mir gehabt. Aha. Sagt er das was? Ja, ja. Sagt er was? What? It's a real good feeling war der große Hit. Und mit der Luise Fernandez hat er einige Hits gehabt. Und unter anderem, das wissen viele Leute nicht, der Peter Kent war auch verantwortlich für die Gruppe Spider Murphy Gang. Aha. Zum Beispiel. Ja? Er hat produziert das berühmteste Lied von Spider Murphy Gang. Ah ja, jetzt fällt es mir nicht. Skandal um Rosi. Und da haben wir alle angerufen mit der Nummer und die hat es gar nicht gegeben, ja. Weil das war eine ältere Frau und die hat fast durchgedreht. Ja.
Dann hat er zum Beispiel auch geschrieben und produziert für Geier Sturzflug. Bruttosozialprodukt ist aus seiner Feder entstanden. Und dann hat er geschrieben, das hat er nur produziert, von José Carreras. Nein, nicht José Carreras, wie heißt der schnell? Der spanische Tenor. Der Blinde. Ah, ja, war schon im Spanisch, ja. Liebe Freunde, schreibt es geschwind. Ja. Wie heißt der? José Feliciano. Ja, genau. José Feliciano hat er geschrieben, das Vienna, Vienna zum Beispiel, oder hat er produziert, das Lied. Ne? Und dann natürlich mit der Tammy Harrison war ich sehr viel unterwegs. Ich war in Deutschland, Schweiz, Ehrungen bekommen und Syrien, Kosovo. War viel unterwegs, auch außerhalb von Österreich. Ne? Aber meine Firma Ahorn Events steht ja nicht nur für Musik und mit wem ich alles zusammengearbeitet habe, sondern ich wurde von meiner geliebten Mutter sehr sozial erzogen. Und die Firma Ahorn Events steht auch unter dem Motto soziale Objekte. Ja, das heißt, ich kann sehr stolz sein mit meiner kleinen Firma. Ich bin eine One-Man-Show, sagt man dazu. Ja? Ja, genau. Also meine Frau hilft bei mir in der Firma mit und die Ideen und die ganzen Sachen, die ich halt mache, von Caterings angefangen bis Konzertorganisation. Ich habe auch den Kaiser gespielt im Markfelderhof des Öfteren mit der kaiserlichen Stimme. Die Leute lachen immer drüber. Es ist einmal so, ne? Das ist von einem Kanadier, liebe Freunde. Ich habe aber lange üben müssen mit dem Kaiserding. Ja. Aber ich bin sehr stolz, viele, viele Kinder und schwerkranke Kinder zu unterstützen. Und habe einmal einen Kassensturz gemacht vor ein paar Monaten und bin draufgekommen, dass ich um die 180.000 Euro gespendet habe an Kinder, die es wirklich nicht gut gegangen ist. Und ich habe das Glück, dass meine Familie gesund ist, dass mein Kleiner gesund ist. Ich habe eine ältere Tochter noch, aber ein Enkelkind. Meine Eltern leben noch, also mein Stiefvater und meine Mutter. Und das verbindet mich natürlich als Kanadier zu Österreich. Das ist das, if you don't feel well, we help you. Und es ist wunderschön, wenn die Kinder vor dir stehen, schauen dich an und sagen, danke, dass du uns geholfen hast. Ja, das ist gar nicht mehr vorstellen, ja. Und sicherlich die Frage wird auftauchen, Kanada und Österreich, der Euro und der Dollar, wie schaut das aus? Der Dollar ist derzeit 0,68 Euro in Österreich. Kanada ist ein British Commonwealth Land und auch wir haben die Queen, die leider verstorben ist, auf unseren sogenannten Scheinen drauf. Und was spricht sonst noch? Die Kanada, wir haben viele Tiere. Ja, Wölfe, Luchs, Puma, Robben haben wir zum Beispiel, Wale, Bisons, Elche, der Moose, berühmte, und viele verschiedene Vögel. Unter anderem auch Bären. Wir haben Bären. Und die Bären kommen sogar so weit teilweise in die Wohnungen der Leute rein, weil sie die Mistkübeln ausräumen mit divers übrig gebliebenen Reste des Essens. Also wie gesagt, Braunbären, Grizzlybären sind halt schon ein bisschen gefährlich. Ja? Und dann haben wir natürlich unseren weltberühmten kanadischen Lachs, den kann man räuchern oder graven. Und das ist einiges, was Kanada darstellt. Und bitte nicht zu vergessen, wir haben noch zwei ganz wichtige Sachen in Kanada. Das ist unser grandioser Whisky, Canadian Club Whisky. Ja. Und natürlich, kann ich leider nicht mitreden. Ja, ja. Das Bier haben wir natürlich, Molson Canadiens und Moosehead. Und natürlich das weltberühmte, herrlich schmeckende Ahornsirup. Ja, klingt hochinteressant, liebe Freunde. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, ihr habt noch eine halbe Stunde Zeit, uns rennt die Zeit heute davon. Danke, dass so viele mitschreiben, wir spielen wieder einen Song und dann wäre ein Thomas mit Fragen noch weiter löchern, denn einiges will ich noch ganz gerne wissen für euch. Baby, we're lost. And
She proceeded to freak out. So I said, baby, baby, don't panic. I know how to cook bandy. I can build you a fire. I know you're tired of this romantic. When that coyote howls, when the grizzly bear he growls, I can get you through the night. Oh yes, I can. I'm a mountain man. There's no need to cry. I used to be a beaver scout. All I need is this buck knife. I can carve a hook, pull fish from a brook, and I bang on with a gun. Except tonight I don't really have one. Well, that's half the fun. Oh, you know I'm only kidding, huh? Baby, baby, don't panic. I know how to cook bandy. I can build you a fire. I know you're tired of this romantic. I know you're a city girl. If you had to, you could eat a squirrel. Yeah, I'd cook him up just right. You know I can. I'm a mountain man. Poison ivy, should you go looking for leaves? Baby, baby, don't panic. I'm a mountain man. Baby, baby, don't panic. I know how to cook bandy. I can build you a fire. I know you're tired of this romantic. I can bugle an elk, I can rattle a deer, I can grow you a big old bush of beer. Live up here all year and never go back. Yeah, I'm a mountain man. A man with a plan. You're in good hands. Yeah, I'm your mountain man. Oh, don't cry, honey. It's all gonna be all. So, liebe Freunde, heute der Thomas hier bei uns, Ahorn Events. Wieso eigentlich Ahorn Events? Weil ich kann mir es schon ein bisschen vorstellen, weil ich kenne das Logo auch, aber erzähl mir ein bisschen drüber. Bitte. Ja, das stolze Maple Leaf, das ist halt Kanadas Zeichen. Man sieht es ja, es verbindet ja auch Kanada mit Österreich ein bisschen, weil wir haben die gleiche Farbe wie ihr, weiß und rot drinnen vereint. Ihr habt halt kein Blatt, sondern ihr habt einen Adler drauf. Aber auch wir haben einen Kanada-Adler, also so ist es nicht. Ja. Das ist natürlich mein Aushängeschild. Wie kann man sich vorstellen, da spricht jemand mit gutem Deutsch und ist kanadischer Staatsbürger. Es gibt manche Sachen im Leben, die kann man nicht erklären. Ich zum Beispiel über Erklärungsbedarf kann ich nur eines sagen, derweil das Lied gespielt hat, habe ich gesehen, dass die Konkurrenz nicht schläft und der Kurt schon die ersten Line-Dance-Bewegungen gemacht hat, was ich einfach unfair finde und ich werde natürlich da Konsequenz ziehen und der wird mich kennenlernen jetzt. Was sagt ihr dazu? Ja, schreibt uns das, liebe Freunde, wir werden alles posten und für euch natürlich festhalten, wann, wie sagt man da, wie, was, wann, wo, in Straßhof bei der Andrea. Let's dance, Thomas und Kurt. Da hat irgendwer vorher geschrieben, Wien trifft Kanada oder so ähnlich, ja. Österreich trifft Kanada. Das wird ganz, ganz eine tolle Sache ja. werden. Die Karten vielleicht, wenn wir es vorher erwähnt haben, die zwei Karten, haben einen Wert pro Karte 60 Euro. Backstage-Bereich, Fotos machen und so weiter, das kriegt ihr natürlich dann von uns zugeschickt. Wir werden uns bemühen, dass wir die Fotos sogar ausdrücken und dass ihr die Autogrammkarten drauf, also die Autogramme drauf bekommt. Ja. Und die normale Karte kostet 29 Euro. Wir haben einen Platz für circa 140 Personen. Mehr möchte der Greg auch nicht. Und es ist gemütlich holzig dort, weil das ist ein altes Schutzhaus, seit 100 Jahren steht es dort. Und ich sage immer, ich liebe diese Holzsachen und nicht diese modernen Sachen.
Und ich freue mich schon riesig auf diesen Tag. Wie gesagt, Karte VIP kostet 60 Euro und sitzt sie ganz vorn. Es gibt nur in diesem Bereich 14 Karten. Zwei sind ja schon zu euch reserviert für Country Radio Revolution. Und Anfragen habe ich schon. Und wie gesagt, ich denke mal, es wird ein toller Abend werden, musikalischer Abend, ein genussvoller Abend. Und ich werde durch den Abend moderieren. Vielleicht das ein oder andere über Musik erzählen, aber nicht so lange wie da beim Kurt, weil ich muss mich auch ein bisschen einstellen, dass ich auch bald Line tanzen werde. Andrea, ich liebe dich, bitte den Kurt die Schritte falsch beizubringen. Da braucht es nicht viel machen, das ist alles kein Problem. So, liebe Freunde, ein bisschen was will ich noch wissen vom Thomas, aber ich möchte natürlich noch einen Song spielen für euch von einem Musiker, einem Künstler aus Ja, die Musikfreunde werden natürlich wissen, das war nicht den Song, den ich euch spielen wollte. Aber wir haben ja schon zu Beginn der Sendung gesprochen, Bryan Adams zum Beispiel. Ja, unbedingt. Bryan Adams einer. Und muss da vorstellen, es gibt eine kurze Geschichte dazu. Bryan Adams hat angefangen als Abwäscher in einem Hotel und ist jetzt ein Weltstar, der über 100 Millionen Platten verkauft hat. Das Wahnsinn. Muss man sich vorstellen. Ja. 40 Jahre im Business und er kommt fast jedes Jahr nach Österreich, weil es ihm ganz wichtig, dass er in Österreich ist. Und als Abwäscher plötzlich zum Multimillionär zu werden, das ist auch ein bisschen eine Geschichte aus Kanada. Das ja. Und wenn er nächstes Mal in Österreich ist, liebe Freunde, werden wir schauen, dass wir einen anderen Mittwoch hier zu uns bekommen, zu Country Radio Revolution. Take my life.
You know it's true. Everything I do. Ja, liebe Freunde, ihr seid richtig noch bei Country Radio Revolution und ich habe gerade ein Foto gepostet von unserem heutigen Gast. Schaut euch sehr live an, ganz, ganz eine tolle Sache. Aber ich will es nicht drängen, nur wir sind schon sehr, uns ist die Zeit so schnell vergangen. Sport ist ja auch, glaube ich, in Kanada oder zu dir was ganz Besonderes. Ja, natürlich. Erstens einmal muss ich eines sagen. Liebe Freunde da draußen, ihr seid wirklich spitzenmäßig. Ja. Wir haben jetzt gerade ein paar Zahlen bekommen. Also wirklich, wir sind geplättet und wir danken jeden Einzelnen von euch da draußen, die uns zuhören heute und über das Thema Kanada, Musik und Sport. Ich muss dich kurz unterbrechen, weil du gerade gesagt hast, Zahlen, lieber Günter Haas, recht herzlichen Dank. Wie immer um die Zeit kriegen wir die Termine, kriegen wir die Zahlen von den Zuhörern live on air derzeit. 6.751 Zuhörer weltweit. Also gibt es doch einen Günter. Jawohl. Ja. Aber der bin ja die. Ich bin der Schifter. Howdy. Na, das Erste, also bevor man, dass man sich auch vorstellen kann, als Kanadier, als Kind, wenn man geboren wird, bevor man Hausschlafen bekommt, bekommt man Schlittschuhe. Das ist einmal das Erste. Natürlich wächst mein Herz in Richtung Kanada, weil Kanada doch das beste, größte Eishockey-Team der Welt ist. Natürlich sind die Finnen sehr, sehr stark. Letztes Jahr war ich im Mai in Helsinki, haben wir die Weltmeisterschaft angeschaut, haben wir meine Ahornblätter angeschaut und es ist natürlich schon für mich ein großes Erlebnis gewesen. Wir haben leider das Finale verloren, aber trotzdem ist natürlich etwas. Aber das Wichtigste für uns, we beat the Americans. That's the best way. Ja. Wir haben die Amerikaner geschlagen. Liebe Grüße nach Buffalo. Liebe dich auch, ja. Okay. Nein. Und dann natürlich American Football wird auch in Kanada gespielt. Baseball ist zum Beispiel, das ist meine Kappe, die ich heute habe. Das ist die Toronto Blue Jays. Blue Jay ist ein sogenannter Volksvogel, sage ich dazu, ja. Ein kanadischer. Und, da spielen auch, so wie überall, spielen die Kanadier und die Amerikaner gemeinsam in der Liga, genauso wie in der National Hockey League. Meine Mannschaft in Eishockey ist Toronto Maple Leafs.
Und natürlich, wir haben, also knapp neben mir ist ein neuer Weltstar geboren. Connor McDavid spielt bei Edmonton Oilers und ist derzeit vergleichbar mit Wayne Gretzky. Und das ist einer der größten Eishockeyspieler, die es jemals gegeben hat. Also ist das Ding. Was tue ich sonst noch? Was kann man sonst noch machen in Kanada? Sehr gut kochen, sehr gut essen. Was, das glaube ich. Was ist der Kanadier? Natürlich seine Burger, genauso wie die Amerikaner. Ich glaube, dass die Amerikaner uns die Burgers gestohlen haben. Das ist angeblich, wird darüber gemunkelt. Auch zu einem Sportevent gehören die Hot Dogs dazu. Das ja. gehört Senf mag ich keinen, aber der Hot Dog Radish, der gehört dazu. Wir lieben Steaks, wir haben sehr viel Fisch, Langusten, Hummer. Also wir leben sehr gut, ja, in dem Bezug. Und weil wir gerade das Thema angesprochen haben, ich habe gerade mit Günther vorgesprochen, nachdem ich ja insgesamt 34 Jahre in der Gastronomie war und teilweise noch immer bin, weil ich noch immer Caterings mache für Freunde und so weiter, möchte ich die Hausfrauen bitten, einfach wenn sie irgendwo Schwierigkeiten haben mit diverse Gewürze, diverse Zubereitung eines Fleisches und so weiter, ihr könnt gerne den Günther oder meine Wenigkeit über Facebook kontaktieren unter Thomas Hettlinger Messenger oder ruft mich einfach an, ich habe meine Nummer eh drinnen, ruft mich an und sagt, lieber Herr Hettlinger, oder sagt einfach Thomas zu mir, howdy Thomas. Howdy, ja, genau. Dann ruft mich an und wenn ich euch helfen kann, gerne, weil ich denke mal, wir müssen alle zusammenhalten und ein gutes Essen sorgt eigentlich immer für eine gute Ehe. Ja, das stimmt auf alle Fälle und beim Essen, wisst ihr, liebe Freunde, da kenne ich mich aus, aber vielleicht wäre ihn Thomas auch mal kontaktieren oder einladen nach Strasshof auf eine Grillerei, dass er uns ein bisschen was zeigt. Es gibt gute, also auf meiner Facebook-Seite habe ich sehr viel Essen auch gepostet und da unvorstellbar, wenn ich etwas Normales poste, kommt fast nichts zurück. Ja, du weißt, der Daumen hoch und so. Wenn ich Essen poste, kriege ich über 200 Likes, 150 Likes und dann kommt meistens dazu, Thomas, wann kochst du für uns? Ja? Also ich mache Buffets und so weiter und das kommt sehr gut an. Nicht? Und ich koche leidenschaftlich gerne. Mhm. Und meine Gattin, die ich über alles liebe, die Elena, hat die Küche selten gesehen, außer die Abwasch. Gut, liebe Freunde, und wir werden schon langsam zum Ende kommen, müssen sonst da mal zu lange überziehen. Also dann geht's hinaus und dann müssen wir uns schon wieder leider bei euch verabschieden. I'm the son of a third generation farmer. I've been married 10 years to the farmer's daughter. I'm a God-fearing, hard-working combine driver, hogging up the road on my plower, chugga-lugga-lugging 5 miles an hour on my international harvester. 3 miles of cars laying on. A big parade of late to work, road rage jerk, shouting obscene words, flipping me the bird. Well, you may be on a state payroll, but that blacktop runs through my payload. Excuse me for trying to do my job, but this year ain't been no bumper. Get back on the interstate. Otherwise sit tight and be nice and quit your honking at me that way. 'Cause I'm the son of a third generation farmer. I've been married 10 years to the farmer's daughter. I got 2 boys in the county 4-H. I'm a lifetime sponsor of the FFA. Hey, that's what I make. I make a lot of hate for a little pay. But I'm proud to say I'm a God-fearing, hard-working combine driver, hogging up the road with my plower, chugging, lugging, lugging 5 miles an hour on my international harvester.
cussing at me won't save you no time, hoss. This big wheel wide load ain't going any faster, so just smile and wave and tip your hat to the man up on the tractor, 'cause I'm the son of a third generation farmer. I've been married 10 years to the farmer's daughter. I got two boys in the county 4-H. I'm a lifetime sponsor of the FFA. Hey, that's what I make. I make a lot of hay for a little pay, but I'm proud to say I'm a God-fearing, hard-working combine driver, hogging up the road on my plower, chugga-lugga-lugging 5 miles an hour on my International Harvester. Working combine driver, hogging up the road on my flower, chugga-lugga-lugging 5 miles an hour on my International Harvester. Ja, liebe Freunde, das waren zwei hochinteressante Stunden über, erstens einmal über Kanada. Wir haben ein Land kennengelernt. Danke, Thomas, recht herzlichen Dank dafür, und über tolle Veranstaltung, die da stattfindet am 29. April. Mhm. Lieber Thomas, recht herzlichen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen und ein bisschen über dein Land, wenn ich das jetzt so sagen darf, über Kanada uns näher zu bringen, ein bisschen was zu erzählen, und wir haben viel gelernt. Recht herzlichen Dank dafür. Danke euch auch, und wie gesagt, ich bin offen für weitere Schandtaten, sagt man, glaube ich. Ja, eine hast du selber eingebracht. Aber ich hätte wahnsinnig gerne noch einen letzten Wunsch. Gerne. Für zwei Menschen, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind, die Andrea und der Frankie 14, hätte man da vielleicht ein Lied so Going to Come in the Morning? Ja, können wir dann zum Abschluss gerne machen. Ja. Aber bevor wir abmoderieren, liebe Freunde, lieber Thomas, dir nochmal recht, recht herzlichen Dank. Und liebe Freunde, kurze Vorschau auf heute in einer Woche. Da gibt's bei uns wieder was Interessantes. Live on air bei uns hier Stefan Stockinger vom Forum Münzbach mit vielen, vielen News. Und unter anderem werden wir da was erzählen, was wir schon kurz angedeutet haben. Ja, wenn du auf der Bühne stehen möchtest in Münzbach, und zwar Country Newcomer, dann, liebe Freunde, habt ihr jetzt die Möglichkeit. Nähere Infos gibt's dann ab 12. April ab 20 Uhr bei Country Radio Revolution, oder ihr könnt's in Stefan Stockinger natürlich auch jetzt schon ausschreiben, wie, was, wann, wo. Aber ihr habt die große Möglichkeit, liebe Freunde, auf der Bühne in Münzbach zu stehen, werden wir alles noch erzählen. Und was auch noch ist, brandneu für euch als Information, der Ferenki 14, der ist natürlich dabei in Münzbach, aber der ist ja schon am kommenden Mittwoch mit dem Herrn Stockinger. Wieder eine ganz tolle Sache. Wir werden viel erzählen wieder über die Veranstaltung, und der Ferenki wird auch live dabei sein. Gut, ich habe noch was für dich mitgebracht. Wir Kanadier kommen immer zu Freunden mit etwas Besonderem. Und hier habe ich zum Beispiel etwas für dich mitgebracht aus meiner Heimat. Da ist ein Sticker in dem Bezug, nicht ein Sticker, sondern ein Pin. Hey. Die kanadische. Und richtig, damit jeden Tag, wenn du dein Bier oder dein Cola aus dem Kühlschrank nimmst, gibt es dann natürlich ein Magnet in der Form von Kanada. Das ist Kanada, das ist Freundschaft, das ist niemals zu vergessen auf den anderen. Und euch alle wünsche ich Gesundheit, viel Glück weiterhin, bleibt uns treu und unterstützt den Kurt in allen Ecken und Enden. Der Typ ist wirklich cool, und er wird aber trotzdem beim Lion Dance gegen mich verlieren. Das fürchte ich schon, das Duell, aber wir werden das für euch natürlich posten, teilen und wieder ganz, ganz eine tolle, lustige vor allem Sache werden. Lustig für euch wahrscheinlich vor allem. Gut, liebe Freunde, heute in der Woche Münzbach. Die Sendung von heute, die könnt ihr gerne noch einmal nachhören, wenn ihr möchtet. Am kommenden Freitag von 10 bis 12, am Sonntag von 17 bis 19 Uhr. Und anschließend wird es der Günther auf YouTube stellen. Dann könnt ihr euch die Sendung jederzeit anhören. Ja, in diesem Sinne, liebe Freunde, das aller Wichtigste. Seit 7 Jahren immer beim Abschluss dabei, aber es ist so, so wichtig. Die gesund sind, liebe Freunde, nicht krank werden, auf euch aufpassen. Und die krank sind, am schnellsten Wege wieder gesund werden, dass wir uns bald wieder irgendwo
drucken können, puzzeln können und auf einer geilen Veranstaltung miteinander sein. Und der Thomas und ich natürlich miteinander tanzen können. Ganz, ganz eine tolle Sache. Thomas, noch einmal recht herzlichen Dank fürs Geschenk. Recht herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, 2 Stunden hier mit uns zu verbringen. Und natürlich erfülle ich jetzt deinen Wunsch sehr, sehr gerne. Greetings from Canada to you guys outside. Take care of you and stay healthy. I struggled with old Satan's myth. My life would never change. With a broken heart as things grew dark, I called on Jesus' name. I must confess my soul's at rest. Satan by the heat this morning. God said it's done, the victory's won. When joy's gonna come in the morning. Hallelujah, I hear the voice of the Lord. Joy's gonna come in the morning. The sun's gonna shine, it's just about time. Joy's gonna come in the morning. The devil has lost his battle. He can't hold back to dawning. Weeping may endure for the night, but joy's gonna come in the morning. Fought the fight to stand the night. The darkness seems so long. You held on to the power you knew, and it has made you strong. No stopping now by faith somehow. You see the light of dawning, that eastern sky by and by. Joy's gonna come in the morning. Hallelujah, I hear the voice of the Lord. Joy's gonna come in the morning. The sun's gonna shine, it's just about time. Joy's gonna come in the morning. The devil has lost his battle. He can't hold back to dawning. Weeping may endure for the night, but joy's gonna come in the morning. Hallelujah, I hear the voice of the Lord. Joy's gonna come in the morning. The sun's gonna shine, it's just about time. Joy's gonna come in the morning. The devil has lost his battle. He can't hold back to dawning. Weeping may endure for the night, but joy's gonna come in the morning. Hallelujah, I hear the voice of the Lord. Joy's gonna come in the morning. The sun's gonna shine, it's just about time. Joy's gonna come in the morning. The devil has lost his battle. He can't hold back to dawning. Weeping may endure for the night, but joy's gonna come in the morning. The devil has lost his battle. He can't hold back to dawning. Weeping may endure for the night, but joy's gonna come in the morning. Weeping may endure for the night, but joy's gonna come in the morning. I was watching cartoons on a Saturday morning, and I heard Daddy start the truck. I come running from the house and waved him down, 'cause he was making a run to the dump. Where we watch the bears and lick ice cream cones and take a little walk around. I'll never forget what my daddy said the day we pulled that bike from the ground. He said, one man's trash is another man's gold. If it's thrown away, it's free to take. A little oil should be good to go. So I rode that bicycle home. Thumbs up, daddy honking on the horn. I got my first job working on a dairy farm, driving tractor and baling hay. I'd have to circle around and bog in the ground. We sat in old Mustang 68. One evening I asked that farmer why that car was just wasting away. He said, you can have it for free, don't mean nothing to me.
but they one man's trash is another man's gold. Someone will throw away is a crying shame. So I told that Mustang home till she could be restored. And I got that engine roll and boy did that engine roll. Awkward blind date, we met at a park. She had her little girl tagging along. A beautiful smile, hadn't been out in a while. She was a hard-working single mom. In time I learned he left her. He said, I'm just way too young to be having a kid. I'm not ready for this. If you keep it, I'm good as gone. Never looked back as she watched him go. She stood there crying in the rain till one January day she had a beautiful baby girl. Tonight I'll tuck her in and read her stories and hold her mama while the sunset glows. My two arms full of this man's gold. Someone will throw away is a crying shame. Those girls make our house a home. Yeah, my cup overflows with this man's gold. This man. Nothing but bad news. Just look at those.